Zuerst liberalisierte man den Milchmarkt, um dann festzustellen, zu viel Milch und zu niedrige Preise. Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, ein Mengenreduktionsprogramm bei den Landwirten gegen Entschädigung und die Lagerung der überschüssigen Milch als Milchpulver europaweit. Die Rede ist von 380.000 Tonnen Milchpulver. Und die große Frage lautet, wohin mit dem vielen Zeug? Besichtigungen solcher Milchpulver-Lagerhallen finden daher eher selten statt. Ja, eigentlich ist es bisher noch niemand gelungen, ein solches Milchpulverlager zu besichtigen. Wir sind der Wallonischen Region sehr dankbar, die Eigentümer dieses Lagers ist, dass uns heute die Möglichkeit geboten wird, endlich mal dieses Lager zu besichtigen. Und es ist schon sehr erschreckend und sehr bewegend, wenn man das sieht, was hier alles von Milchpulver gelagert ist. Wie ist Ihnen das gelungen, dass wir überhaupt hier reinkommen heute? Ja, wir hatten angefragt, eine offizielle Anfrage gemacht. Am Anfang wollte die Wallonische Region nicht und wir wollten aber eigentlich eine friedliche Besichtigung hier machen und keine Kundgebung, keine Demonstration mit Traktoren machen. Und hinterher hat der wallonische Landwirtschaftsminister Collin dann eingewilligt, dass wir heute diese Besichtigung hier machen können. In der Wallonischen Region gibt es 7 Milchpulverlagerhallen. Doch allein schon in Herstal liegen 12.000 Tonnen. Die Wallonische Region ist nur für die Lagerung zuständig. Aber die EU-Kommission entscheidet, wohin das Ganze verpulvert wird. Es gibt Lagerungskosten für die Wallonische Region. Wir bezahlen 120.000 Euro pro Monat ohne Mehrwertsteuer an Lagerungskosten für das Milchpulver. Davon werden uns aber 3/4 von der EU-Kommission zurückerstattet. Es bleiben also 360.000 Euro an Lagerungskosten für die Wallonische Region pro Jahr. Die Lagerungskosten für die gesamte Europäische Union lagen im vergangenen Jahr bei 10 Millionen Euro. Hohe Beträge. Jetzt sitzt die EU auf einem Berg von Milchpulver. Was ist zu tun? Ja, wir haben ganz unkonventionelle Vorschläge. Das bestehende Pulver muss auf alternativen Wegen auf den Markt gebracht werden. Also nicht in die Nahrungsmittelkette, auch nicht an Kälber, sondern eher an Schweine verfüttert. Das ist bisher eben nicht der Fall. Da wird Soja importiert. Dieses Pulver ist sehr hochwertiges Eiweiß, kann also wirklich sehr gut an Schweine verfüttert werden. Damit könnte man marktunschädlich die Bestände abbauen. Und in Zukunft muss dafür gesorgt werden, dass solche Bestände gar nicht wieder angehäuft werden. Wenn es notwendig ist, die Produktion begrenzen, dann sind die Probleme gelöst. Doch noch sind sie es nicht. Und die Entscheidung liegt bei der Europäischen Union. Ja, im Moment wissen wir nicht, was die Europäische Union mit diesem Milchpulver machen will. Auf jeden Fall muss absolut verhindert werden, dass dieses Milchpulver in die afrikanischen Länder exportiert wird und dort Dumping auf dem Markt macht. Eigentlich darf es auch nicht unter Preis verkauft werden. Die Europäische Union hat dieses Milchpulver jetzt zuletzt einen kleinen Teil verkauft, hat es für 20 Cent eingekauft, für 12 Cent wieder weiterverkauft, das heißt mit Verlust weiterverkauft. In den Augen der European Milk Board Aktivisten muss daher schleunigst etwas geschehen, wenn eine Zuspitzung der Krise vermieden werden soll.